Sodom und Gomorra. Willkommen in Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra. Wir leben in Sodom und Gomorra. Willkommen, lieber Zuschauer. Ich hoffe, dass mein Internet jetzt alles funktioniert. Herr Jesus Christus, möge dich segnen und bewahren. Es liegt mir sehr am Herzen, dass ihr wirklich die Bibel liest und nicht nur immer Verse aus dem Kontext zerreißt. Ich hatte tolle Mails bekommen von Muslimen, die wirklich ehrlich waren und mir Fragen gestellt haben. Ja, und ich hoffe, dass sie auch zum lebendigen Glauben finden. Jetzt gehen wir weiter auf das nächste Thema, was die Muslime nicht wussten. Also ich bin ganz gewiss, dass einige Muslime das nicht wussten. Ich denke, so oberflächliche Muslime, ja, die sagen immer wieder, dass Mohammed perfekt überliefert ist. Ich beginne mit der Sura 15, Vers 42. Ich fange damit an. Über meine Sklaven, also die Muslime, mit Ausnahme der Schlechten, der Verlorenen, die folgen, hast du Satan keine Macht. Das heißt, über die schlechten Menschen hat da Satan Macht. Schauen wir mal bei Mohammeds Leben. Mohammed wurde verhext, also wurde von einer Hexe, also von einer Jüdin verhext. Da heißt es schon in Sahih Bukhari, Buch 53, Hadith 400, ich zitiere, Aisha berichtet, der Prophet wurde verhext, weshalb er begann zu fantasieren, etwas getan zu haben, das er tatsächlich niemals getan hat. Während der Koran spricht, dass über den Propheten keine Macht kommen wird über den Satan. Das heißt, der Satan hat keine Macht über den Propheten. Das in Sura 15, Vers 2 geht sich. Über meine Sklaven, die Muslime, mit Ausnahme der Schlechten, also der Schlechten, da sagt der Koran, dass Mohammed an sich schlecht ist, weil der Satan hatte Macht über ihn gehabt. Jetzt gehen wir einfach mal weiter. Und dann heißt es hier weiter, dass er von einer schwarzen Magie kontrolliert wurde. Das lesen wir in Sahih al-Bukhari, Buch 2, also Buch 71, Hadith 658, Sahih al-Bukhari, Buch 73, Hadith 98. Da heißt es, Aisha beschreibt, Hexerei fuhr in den Propheten Allahs Mohammed, sodass er sich einzubilden begann, etwas getan zu haben, das er nicht getan hat. Also woher haben wir die Garantie, dass er auch mit Engel Jibril nicht fantasiert hat? Also wenn der Satan Macht über ihn hat und während Allah spricht, dass über die schlechten Muslime, dass der Satan Macht hat, dann muss Mohammed ein Schlechter gewesen sein. Es gibt unzählige Aussagen und Hadithen, die wirklich das mehrere Aussagen bestätigen. Das lesen wir auch hier in Sahih Bukhari Buch 7, Band 71, 661, was ich vorhin zitiert habe. Und dann heißt es immer wieder, dass immer wieder die Juden schuld sind. Die Juden sind in allem schuld, ja, wie auch immer, die Juden sind immer wieder schuld. Dann lesen wir aber noch weiter. Da heißt es hier weiter, überliefert von Aisha, also von Mohammeds Kinderbraut, der Prophet setzte dies für eine Zeit lang fort. Er bildete sich in der Zeit ein, mit seiner Ehefrau geschlafen, Geschlechtsverkehr gehabt zu haben, obwohl er tatsächlich nicht mit ihnen schlief. Das lesen wir in Sahih al-Bukhari, Buch 73, Hadith 89. Das sind nicht meine Worte, sondern das sind Sachen, die wirklich in den islamischen Quellen stehen. Wem vertraust du, lieber Muslim? Einer, der fantasiert, der dich irgendwann, der selber in der Ehre gegangen ist, wo Allah ihn erlaubt, weiterhin zu sündigen, wie in Sura 47, Vers 19 oder Sura 46, Vers 9? Wir lesen das zum Beispiel bei dem Herrn Jesus Christus, das Gegenteil von. Wir lesen, dass die Dämonen Angst haben von ihm, dass der Menschen befreit hat, aber er hatte selber keine Macht über ihn, sogar sein Allah konnte ihn nicht mehr schützen. Er wurde ja verhext. Und der Koran sagt, dass über den schlechten Muslime ganz klar der Satan Macht hat. Und wir lesen auch weiter, dass der Koran selber aussagt, dass er ein falscher Prophet ist. In Sura 69, wo habe ich mir das jetzt hier aufgeschrieben? Moment. In Sura 69, so, Moment. Ich habe mir einige Sachen hier aufgeschrieben, aber immer wieder. Da heißt es in Sura 69, Moment, so, die Stelle. Moment, so.
Genau. Ich glaube, ich mache das einfach mit Armin mal zusammen, weil wir wollten so oder so mal live kommen. Und das werde ich dann mit ihm dann über diese Dinge mal sprechen. So. Einen Moment, so habe ich das jetzt. Wo habe ich mir das jetzt hier aufgeschrieben? So. Ich mache das einfach bei dem nächsten Video, weil Armin und ich, wir wollten bald wieder live kommen und wir wollten über diese Dinge auch sprechen. Genau, und jetzt am kommenden Sonntag werde ich eine christliche Thematik auf jeden Fall ansprechen. Und genau, darüber wollte ich ganz klar sein. Gut, ich habe das hier aufgeschrieben. In Sura 69, Vers 44 bis 47 steht Folgendes. Und hätte Mohammed eine falsche Aussage bezüglich uns aller ersonnen, wir hätten ihn gewiss bei seiner rechten Hand oder mit Gewalt und Kraft gefasst und wir hätten ihm dann gewisslich ein Lebensader durchschnitten. Und keiner von euch kann uns davon abhalten, ihn zu bestrafen. Wir wissen, dass Mohammed vergiftet wurde, nachdem er die ganze jüdische Familie abgeschlachtet hat, hat er diese gewisse Frau, eine junge Frau, geheiratet und sie versuchte, ihn zu vergiften. Und dann heißt es hier weiter in folgender Aussage. In Sahih al-Bukhari, Buch 47, Hadith 786, Vergleiche sowie Sahih, Muslim, Buch 26, Hadith 5430 und Hadith 5431. Da heißt es, überliefert von Anas bin Malik. Eine jüdische Frau brachte eine vergiftete Ziege zum Propheten, von der er essen sollte. Dann aß er von der Ziege. Sie, die Frau, wurde in Gewahrsam genommen und zum Propheten gebracht. Und man fragte ihn, sollen wir sie töten? Der Prophet antwortet, nein, nicht gleichzeitig fuhr ich damit fort. Die Nachwirkung des Giftes an der Oberstelle des Mundes wurde Allah Gesandtes zu beobachten. Das heißt hier kurz gesagt, er spuckte das rechtzeitig aus, aber danach später ist er dann verstorben. Dann heißt es in Sahih al-Bukhari, Band 5, Buch 59, Hadith 713. Aisha berichtet, der Prophet sprach in der Unterkunft, in dem er starb, immer zu nur, O Aisha, ich spüre immer noch den Schmerz, den das Essen, welches ich in Chaiba gegessen habe, ausgelöst hat. Nun fühle ich mich so, als würde meine, also Ader von dem Gift durchschnitten werden, also meine Ader von dem Gift durchschnitten werden. Kann es sein, dass dieser Gott, den wirklich, der wahre Gott, ihn wirklich umgebracht hat? Denkt darüber nach. Die ganzen Quellen, Hadithen werde ich unter dem Video hergeben. Ich wünsche euch Gottes Segen. Der Herr Jesus Christus macht frei.